Ich glaube, dass die Probleme vom ökonomischen System ja tiefer gehen, dass wir ein System haben, wo Menschen gar nicht ausdrücken können, was ihr eigentliches Problem ist. Also dass diejenigen, die marginalisiert sind, dass sie ja überhaupt nicht mitreden können und sich gar nicht ausdrücken können. Und ich denke, dass es immer erstmal eine Art von Revolution ist, Menschen befähigen, sagen zu können, um was es eigentlich geht. Wir haben ja Debatten, die überhaupt nicht geführt werden können, weil die Termini fehlen und weil wir gar keine Sprache haben. Und was mich unglaublich besorgt, ist, dass wir damit ja eine Art von dumpfer Emotionalität haben. Und wir sehen ja in den entstehenden Nationalismen und Populismen, dass das genau nicht funktioniert. Meine Sorge ist, wenn wir Menschen nicht befähigen, das auszudrücken, was geht, und dafür selber einzustehen und dafür Reformen zu machen, dass sie eben übelst ausgebeutet werden, sondern dass es um diese fundamentale Ausdruckslosigkeit des eigenen geht, was tatsächlich antrainiert wird. Und dort müssen wir ran und das müssen wir verändern.